So, Freunde, wir versuchen es noch einmal bei Balloons Tower Defense, dieses eine Level zu kriegen. Das gibt's doch nicht, dass es nicht zu schaffen ist. Es ist ja unfassbar. Dreimal habe ich die Scheiße jetzt schon versucht. Und es nicht geschafft. Ne, die Feuerwerk zieht aber auch nicht. Das war einfach Z-Faktor. Da. Alter Schwede, ja, dass ich das nicht hinbekomme, ist ja Wahnsinn. Da muss ich mich wirklich an das hier hinten halten. Das ist schon richtig. Ich denke mal, ich werde das auch machen. Da haben wir, wir können auch hier hinten drin was pflanzen und so weiter. Also hier haben wir auf jeden Fall viel Platz. Ja, machen wir es so. Gucken wir mal. Da kann man ja so viel noch reinsetzen, theoretisch, dann später. Machen wir es mal so. Und dann würde ich sagen, go, go. Ja, die Eisenballons haben mich teilweise auch ziemlich genervt. Das ist schon krass gewesen. Aber nichtsdestotrotz, der eine hässliche Moab hat mich gekillt. Was einfach nicht sein kann. Einfach krass. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich hier hinten, weil dann schon so viele Ballons draußen sind. Aber was soll's, ne? Können wir nichts anderes machen. Ninja-Disziplin? Ne, nicht letzter, sondern erster. Schon richtig. Ich wollte eigentlich auf die Info klicken, aber ist egal. So, Spitze Shuriken und dann, na, Ablenkung, weiß ich nicht, ob ich das machen soll, aber Spitze Shuriken auf jeden Fall. Ah, es kommt schon mehr. Bam, 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 bam. Mein kleiner Affe schafft das. 301. Zack. Wie viele Dings auf einmal zerstört werden, viele Ballons. Ach, schon cool, die suchen den Shuriken, hauen schon krass rein, muss ich sagen. Die geben schon ziemlich krass. So, gleich werden der Tarnballons kommen. Ich habe ja einen Ninja-Affen, der kann ja die Tarnballons sehen. Was ich allerdings noch nicht angreifen kann, sind die Dings bisher. Die, wo haben wir den Affenlehrling? Haben wir ihn. Die Bleiballons. Die werden auch gleich werden zerstört. Oh, zack. Und die Bleiballons werden einfach durch den Feuerstoß gekillt. Durch den Feuerball, wie auch immer. Zumindest werden sie gekillt. Ich könnte natürlich auch einen Klebstoffschützen hinpacken. Das wäre auch möglich. Dann packen wir einfach noch. Ich würde mal sagen, wir packen einfach noch wirklich noch einen Klebstoffschützen hin. Warum nicht? Einmal just for fun. Wir haben es ja eh, wenn wir so viel Geld, weißt du. Ätzender Klebstoff. Feuerkugel machen wir gleich noch. Aber der Ballonschütze ist schon cool, muss ich sagen. Ist schon. Der Ballonschütze, der Klebstoffschütze. Das ist ein Ballonschütze. Ist schon krass. Drei Türme, ich glaube, die reichen noch erstmal. Oh. Da war ja irgendwas ziemlich schnell, wa? Bam, bam, bam. Jetzt explodieren sie auch alle. Batsch. Okay. Nur durch den essenden Klebstoff kriegen die auch Schaden. Achso, die gelben sind so irre schnell. Nur durch den essenden Klebstoff kriegen die auch Schaden. Wow, da sind aber richtig viele. Ja, das ist eine echt fiese Map. Oh. Weil die halt wirklich nur einmal an einer bestimmten Stelle langlaufen. Also hier ist wirklich die perfekte. Die kommen so oben lang und unten lang. Ansonsten nicht. Intensive Magic, Affensinn. 5 Dollar haben wir noch, ganze 5 Dollar. Ach, hat mich das genervt. Das war ein einziger Mob, war das noch gewesen. Sie hat mir alle 200 Leben weggezogen. Und es sind noch vier Keramikballons, glaube ich, sind da drin immer. Und die hauen schon gut weg. Verlängert den Klebeeffekt brauchen wir eigentlich auch noch nicht. Das ist doch unnötig. Blitzschlag kann man gleich skillen. Brauchen wir nur noch 600. Dann will ich hier unten ein Affendorf hinpacken, hier unten. Vielleicht hätte ich den Balloon Hexer auch nicht packen, nicht skillen, sondern einfach Affendorf und dann Super Affe und fertig. Aber erstmal den Blitzschlag. 80 Grüne, um mir ganz, ganz viel Geld zu geben. Lohnt sich. Oh, da sind sie aber. Zack, alle weg. Okay, machen wir das Affendorf als nächstes, würde ich sagen. 1360. Sollte jetzt nicht allzu schwierig sein und allzu, allzu schwierig. Gleich müssen doch die Bleiballons kommen. Okay, ab Stufe 20 kommen also schwarze. Müsste ich vielleicht mal die Ebenen merken, wann was kommt. Okay, auf 22 kommen weiße. Bisher immer noch kein Bleiballon. Immer noch schwarze. Weiße. Ist ein bisschen gemischt, warum nicht? So, und jetzt haben wir gleich den Saffendorf. Oh, ist ein Tarnballon gewesen. Aber nicht allzu schwierig. So, hier haben wir, zack, packen wir hier rein, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, packen wir den Superaffen hier ein bisschen unten runter hin. Ja, keine Ahnung, warum ich mal jedes Mal einen Balloon-Hexer mache. Der ist jetzt nicht allzu toll, wenn man halt auf so einer recht geringen Stage kämpft. Wir einfach alle Ballons schmelzen, das ist so cool. Wow. Wow, Alter. Kommen immer so viele Ballons, das ist ja richtig awesome aus. Ja, aber sie ja doppelt so schnell kommen wahrscheinlich, wa? Ja, ziemlich schon.
Okay, das kann cool. Also einmal kaputt gemacht. Okay, der Blitzschlag, ne? Der Blitzschlag ist es, den er halt komplett gekillt hat. Reichweite erhöhen. Kraft zum Platzen erhöhen lassen. Und dann würde ich sagen, na, Ablenkung können wir noch machen. Blendgranate diesmal mal nicht. Wieder mal nicht. Oh. Okay. Piu! Geplatzt. Geplatzt. Ja, die fliegen ziemlich da hinten. Durch den Ninja-Affen. Vielleicht hätte ich es nicht machen sollen. Rang 37 schaltet die Upgrades der vierten Stufe frei. Von der Bananaplantage 20 statt 10% Zinsen pro Runde bis zu 20.000 Dollar Anlage. Bananenplantage, Bananenforschungszentrum erzeugt jede Runde 5 große Bananenkisten. Sehr interessant. Könnte man theoretisch mal machen, oder? Wir setzen einfach so eine Bananenplantage hin, warum nicht? Ich meine, mir wurde gesagt, Bananenplantagen sind unglaublich wertvoll, weil sie einfach mal unglaublich viel bringen, aber ich weiß es nicht so wirklich, ob die es wirklich wert sind, aber 40 Dollar ist schon nicht wenig. Mehr Bananen, langlebige Bananen. Wobei langlebige Bananen, glaube ich, nicht so toll sind gerade. Piu, piu. Money, money, money. Es sind natürlich 40 Ballons, ne, die wir halt ständig kaputt machen würden, dann theoretisch. Also, ja, ihr wisst schon. 40 Ballons müssen wir kaputt machen für 40 Dollar. Das ist schon nicht gerade wenig hier. Eine Bananenplantage. Was macht es? Jede Runde 7 große Stauden, 13 große Stauden. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich den. Da haben wir. Oh, zwei. Immer zwei hintereinander. Zack, zack. Doch, lohnt sich schon, muss ich sagen. Das gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Bananenrepublik erzeugt die Runde 13 große Bananenstauden. Jede Bananenstaude oder Kiste ist 50% mehr Geld wert. Hm. Okay, ich würde sagen, wir machen gleich mal den Doppelschuss und auch noch machen. Und, na, wie heißt er denn? Ein Superaffe. Werde ich gleich mal hinsetzen, denke ich mal. Halb für die Range auch. Falls da hinten irgendjemand langkommen sollte, dann geht er noch schneller down. Na, das muss sagen, die Bananenplantage hat doch was. Die haut schon gut rein. Hm, wir skinnen erstmal für die Laseraugen 2680. Ey, krass, wie viel die bringt, oder? Krass, holy shit. Okay, habe ich ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Die Bananenplantage. Wenn man sie jetzt natürlich noch höher skillt, aber auf leicht lohnt sich das dann, glaube ich, nicht mehr. Eieiei. So, 1500 schon gekillt. Ganze 10 hat der Klebstoffschütze schon gekillt. Wow. Alter, wie viel Bananen hier gerade rauskam. Holy shit. Holy shit. Ja, ist glaube ich immer nach einer bestimmten Anzahl an Ballons, die wir killen. Dann kommt so eine Banane. Weil das muss ja über 13 oder 13 oder 8. Ne, wie viel waren es gewesen? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ja über die Runde genau reichen. Und das kannst du ja nicht zeitlich abhängig machen. Das geht ja nicht. Also immer nach einer bestimmten Anzahl an Ballons, die wir kaputt gemacht haben. Siehst du ja auch, also je wenig Ballons und dann kriegen wir unglaublich schnell die Bananas. Hier siehst du auch schon wieder recht wenig. Holy shit. Coole Sache, wirklich. So, machen wir das Affendorf, Radarscanner, Dschungel und Trommeln. So, so, ich glaube, das schaffen wir. Das schaffen wir. Bin ich ziemlich sicher. Okay. Bananenrepublik. Könnte man theoretisch auch mal skillen. Bananenforschung. Krasser Shit. 40, 40 und jetzt kriegen wir halt 13 Stück statt 7. Weiß nicht, ob sich das jetzt noch gelohnt hat auf dieser Rundenzahl. Ich glaube nicht wirklich. Ja, monumentale Reichweite. Piu, piu. Ja, kommt halt recht wenig. Also immer so gesplittet. Immer viel. Oh, wow. Okay, weil ein Moab nur kam, deswegen. So viele. Na, ihr wisst schon. So viele auf einmal, so viele Bananas. Holy shit. Okay, zack, zack, zack. Alle kaputt, alle kaputt, alle kaputt. Kein Problem. Den Robo-Affen hätte ich gerne noch für 6800. Sollten wir, glaube ich, hinkriegen. 40, ja, es sind halt 520, die wir dann jede Runde kriegen durch die Bananenplantage. Ja, haut schon gut rein, muss ich sagen. Wenn man jetzt noch zwei oder drei Stück davon hat, das ist schon nicht übel. Natürlich könnte man das machen, wertvolle Bananen, aber das lohnt sich jetzt nicht mehr.
3400, das ist zu teuer. Für die aktuelle Stufe. Ja, man könnte sich halt jetzt auch so einen Pionier kaufen. Oder so ein. Wie heißen die? Pionier, ne? Schon richtig. Agenten. Die halt automatisch die Bananen einsammeln. Finde ich schon echt krass. So ein zum Beispiel Profi. $40 kostet der nur. Sammelt aber halt die ganze Zeit die Bananen ein. Lohnt sich aber meiner Meinung nach bei leichten Dings nicht. Bei leichten Stufen. Was machen wir hier noch? Klebriger Klebstoff. 90 zu 1685. Cool. So, zack. Man verteilt sich einfach über 6 Dinger jedes Mal und platzt ziemlich viele Ballons weg. So, zack. Cool, cool. Blumenverdünner. Platzt einmalig und verflüssigt 10 Ballons pro Sekunde. Das ist so krass. Der schießt aber mit Gift. Giftsäure, Ätze, wie auch immer. Okay, letzte Runde. Ja. easy. Ich weiß nicht, ob ich den Superabfall nicht gemacht habe. Sonst hätte man sich ersparen können. So ein Müll aber auch, ey. Okay, wir haben es geschafft. Auf leicht. Ganz toll. Ich bin wirklich stolz auf mich, muss ich sagen. Parkweg. Das ist mal wieder recht einfach, muss ich sagen. Also, das sieht recht einfach aus. Und dann machen wir das doch einfach mal. Da oben kommen sie rein. Das heißt, ich kann... Da kommen sie rein, da kommen sie da lang, da lang, da lang. Also hier kannst du jedes Mal an diesen Knotenpunkten sozusagen kannst du richtig krass hinsetzen. Ich würde sagen, nehmen wir den Ninja A wohl. Vielleicht hier. Ich glaube, hier ist es besser. Ich packe den einfach mal dahin. Na, ich hätte ihn noch ein Stück weiter nach unten setzen, dass gleich der nächste Ballon da auch noch kaputt geht. Alles egal. Das passt schon so. Ich mag den Ninja A, muss ich sagen. Der ist cool. Patsch, 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 patsch. So, spitze Schuriken noch, 300 und dann können wir den nächsten bauen. Doppelschuss, machen wir glaube ich nicht. Was machen wir jetzt? Den Klebstoffschütz machen wir jetzt, würde ich sagen. Oder einen Magier. Wobei ich eher den Klebstoffschützen bevorzugen würde, ehrlich gesagt. Machen wir das mit Klebstoffschützen, der hat unglaubliche Range, holy shit. Würde ich sagen, machen wir den hier so hin. So, so, so. Ah, dass der hinten auch noch was macht. Ja, machen wir so, würde ich sagen. Was ist eigentlich der erste Skill von dem, was ich immer skille? Von dem Klebstoffschützen. Er hat ja den ersten Skill, den ich immer mache und weiß nicht, was es gerne macht. Das allererste von der oberen. Saugt sich durch alle Blumenschichten. Aber hier macht er das Schaden, oder wie? Platzt alle paar Sekunden eine Schicht. Ich glaube, das ist nur verlangsamen. Genau, das ist nur verlangsamen. Ne, das macht er aber auch normalerweise. Komisch. So, ätzender Klebstoff und jetzt macht er Schaden. Gut, dann brauchen wir jetzt erstmal nicht skillen. Sind ja schon bei Runde 10 angekommen. Geht ja recht fix. Auf leicht ist das ja nicht allzu schwierig. Und ich glaube, selbst auf normal soll das nicht allzu schwierig sein. Aber ich will erstmal alle auf leicht machen, weil ich halt die Münzen und das Geld brauche. Ah, jetzt kommen sie schon etwas vom... Oh, geile Sache. Geile Sache. Jetzt kommen sie schon ein bisschen vermehrt. Gleich haben wir den Doppelschuss. Oder den Doppelschuss schon richtig. Batsch. Ah, ist das toll. Batsch, batsch, batsch. Instant killen. Und dann würde ich sagen, machen wir den Magier, machen wir den... Von der Range her, vielleicht machen wir das Affendorf hier hin. Machen den Magier hier hin. Wobei, der Magier sollte auch da schon hin. Je nachdem, ob er da ein bisschen da angreifen kann, aber ich glaube nicht. Oh, doch kann er, okay. Das ist toll, dann machen wir das Affendorf direkt da drüber. Ich würde sagen, machen wir ihn so hin. Sobald natürlich gleich Tarballons kommen, muss mein Magier da hinhalten. Mein kleiner Affenlehrling. Ich weiß gar nicht, der erste Tarballon kommt doch unglaublich spät. Also erst ab Runde 22 irgendwann. Vielleicht kann man das Affendorffeuer auch noch hinsetzen hier hin. Ich denke, der Magier würde zur Not da hinten auch noch was machen können. Falls da irgendjemand durchkommen soll. Außerdem greifen ja alle nochmal an, wenn sie da hinten langlaufen. Da habe ich gerade nicht so wirklich Sorgen darüber.
Gleich kommen erstmal schwarze und also schwarze und weiße Ballons. Genau, jetzt kommen die schwarzen und ab Stufe 22 kommen dann die weißen auch noch dazu. Und ich sage, packen wir das mal hier hin. Alles günstiger, so ein bisschen die Upgrades. 203 statt 255. Und zack, machen wir Affen sind hier hin. Dann kann der schon mal das angreifen. Na, ich glaube, so ein Affendorf sollte man recht nah, genau, das war ein Tarnballon. Ah, jetzt kommen gleich die Dings kommen gleich, die, genau, auf die, Bleiballons. Ich habe das Wort gesucht. Okay, ist zu teuer. Machen intensive Magie und Blitzschlag für 920, wunderbar. Sehr, sehr schön. Oh, da kommen richtig schön viele Ballons. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. So, machen wir ein bisschen die Range erhöhen. Damit der Magier da hinten schon noch angreifen kann. In Nähe meines Affen-Ninjas und meines Klebstoffschützen. Oh, der nächste Bleiballon. Ja, der platzt auch schon durch den Kleber. Ja, so ein Affendorf sollte man recht zeitnah eigentlich schon bauen. Das ist schon nicht übel, das Ding. Wir machen jetzt einen super Affen hin. Platsch, platsch, platsch. Alle kaputt. So, nächste Runde, übernächste Runde vielleicht. Okay, er kann. Ah, der Ninja-Affe kann auch schon, okay. Stimmt, der kann die ja. Vergesse ich immer, dass der Ninja-Affe überhaupt die Dings kaputt machen kann. Die Tarnballons. Das Affendorf macht leider meine Upgrades hier nicht günstiger. Sollen wir mal hier unten hin, würde ich sagen. Hier so. Weil der da oben noch genug Range hat. Und dann noch so hinsetzen, würde ich sagen. Das ist wirklich perfekt. Das kriegt ja gleich noch zweimal durch seinen Skill eine Range-Erhöhung. Das ist eine recht einfache Map, muss ich sagen. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Aber erstmal 2680 für die Dings raushauen. Für die Laserstrahlen. Ja, wir sind ja noch stark genug. Nicht stark genug, da alles gleich zu killen. Da fehlen die Laserstrahlen. Platsch, 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 platsch. Ja, ja, so ist das. So, da haben wir die Laserstrahlen. Gleich noch die Range-Erhöhung, das ist kein Problem. Super Reichweite, komm, zack. Nochmal, da kann man nämlich da hinten noch schön angreifen. Ah, zack, dann kann man jetzt da oben noch. Oh, okay. Ja, sowas natürlich nicht. Das bringt uns dann auch nicht viel. Oh, der kann bis da hinten angreifen. Das ist schön. Genau, das ist der Einzige, der angreifen kann. Ja, ja, so ist das. Der böse, böse Affenfestung. Der böse, böse Super-Affe. Super-Affe heißt schon richtig. Killt alle Ballons, ohne dass andere sie killen können. Robo-Affe, Klebstoff-Kleckse. Naja, ist nicht so toll. Aber Blue-Nutzu ist cool. Da wird keiner mehr vorbeikommen. Atem des Drachen auch gleich noch. Und hier vielleicht noch den Radarscanner. Die Tarnballons, obwohl, nö, brauchen wir eigentlich nicht. Ich meine, der Dings macht sich alle schon kaputt, das passt schon. Verschmelzen zwei Schichten pro Sekunde. Ah, ist nur 20, die er bisher kaputt gemacht hat. Er sollte einfach nur aufplatzen lassen, die Bleiballons, ansonsten brauche ich den gar nicht. Achso, Plasma-Strahl war noch nicht, siehst du? Deswegen hat man auch so viel Gold. Ich würde schon sagen, dann kann man Robo-Affen machen, aber nee, ist nicht. Erstmal die Plasma-Strahlen. Jetzt kann ich einen Robo-Affen machen. Ah, da schießt er auch noch, okay. 9000 hat er schon gekillt, der hat auch gleich 8000. Easy, alles kaputt machen. Ah, kein Problem. Er kann von unten sogar schon angreifen, krasse Sache. Krasser Shit, ja, und natürlich, wenn die durch Ablenkung natürlich noch hintergeballert vom Ninja-Affen, dann können die gleich nochmal vorkommen. Sollte da irgendjemand zu weit kommen, aber 2004 noch, dann haben wir auch wieder den Robo-Affen. Ja, der Robo-Affen ist schon cool. Gott der Sonne ist natürlich toller, kostet aber einfach fast das Doppelte. Dafür, dass du einen dritten Schuss einfach nur hast, lohnt sich beim ersten Super-Affen meiner Meinung nach nicht.
sollte man sich erstmal ein schönes Verteidigungspolster aufbauen und dann erst. Jetzt habe ich fast auf Verkaufen gedrückt. Easy, fast auf Verkaufen. 11.000, der hat mittlerweile. Oh, auch 11.000, okay. Die konkurrieren, okay, hat sich erledigt. 11.000 zu 13.000. Der schafft es einfach nicht mehr. 14.000 zu 12.000, das ist krass. Okay, das war das letzte. Zack, können wir das noch machen. Aber die werden da eh nicht hinkommen. Wobei, ein Warp kommt ja noch. Ein Warp kommt noch. Da ist er noch. Check und tot. Weg. Vorbei. 75 Dollar eine Münze und wieder das Bronzeabzeichen bekommen. Sehr schön, den Parkweg. Die Eisfläche. Oh, das sieht ja auch interessant aus. Wird wahrscheinlich zwei Eingänge geben. Wobei, nee, ein Eingang. Hier geht's rein. Hier, siehst du? Hier geht's unten, dann hier so eine Schleife, dann noch eine Schleife und dann geht's hier unten raus. Ah ja, muss mal gucken, wo das sind. Ich denke mal, ich werde das hier hinsetzen. Hier so mein. Oder hier. Ich werde sie hier hinsetzen, dieses Quadrat. Da laufen sie nämlich immer daran vorbei. Aber das machen wir erst im nächsten Part von Bloons Tower Defense 5. Wir haben 6 Münzen. Können wir ein bisschen was im Affenlabor theoretisch forschen. Obwohl, eins, den können wir forschen. Ja, das Startgeld, das ist unnötig. Das braucht man wirklich gar nicht. Startleben braucht man auch nicht. Auch wenn es mich teilweise mal retten könnte, aber Verkaufspreis. 82% des bezahlten Kaufpreises kriegt man wieder. Große Bloons-Sabotage. Okay, 2% mehr. Achso, verringert die Zahl. Okay, um 16% insgesamt. Wenn man 8 Stufen jeweils um 2%, aber wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen verringern. Ja, das einzig Gute ist das, was ich hier machen kann. Der Rest ist irgendwie Käse. Wir machen den jetzt einfach mal. Zack, machen wir hier. Bam. Yay, ganz, ganz viele Münzen ausgeben für, gefühlt nichts. Okay, haben wir noch die speziellen. Pionierwerkstatt können wir eigentlich wieder wegmachen. Ich benutze aktuell nur den Ninja-Affen. Jetzt gucken wir ganz kurz nach dem Ninja-Affen. Die Ninja-Schule. Lässt die Shuriken viel länger halten. Erschafft einen Schattendouble eines Ninjas. Aktivierte Fähigkeit. Okay, finde ich jetzt nicht so toll. Ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was ich für Tower machen soll. Ich habe keine Ahnung. Super Affen versteckt. Ja, auf jeden Fall irgendwann, aber es ist teuer jetzt. Naja. Vielleicht sollten wir auch die Agenten benutzen. Hier sind sie ja schon. Nee, nicht. Ich war schon jetzt zweimal dran vorbei. Hier sind sie. Nee, auch nicht. Hier sind Spezialagenten. Vielleicht sollte man sich davon einfach welche kaufen. Wenn man die benutzt, kriegen die halt so ein. Ich weiß nicht, Profi. Ob das was bringt. Radaktyl können wir auch benutzen. Aber es kostet 100. Ne, ist zu teuer. Stammesschildkröte ist auch nicht schlecht. Aber teilweise sind die arschteuer. Ich weiß nicht, was die machen, wenn man auf Profi hat. Also, wenn man sie benutzt, kriegt das halt ein Ding dazu. Ich habe mal einen mitgenommen, ist ja egal. 40 Dinger, es juckt mich jetzt nicht wirklich. Auf jeden Fall machen wir im nächsten Part weiter mit Bloons Tower Defense 5. Und zwar hier hinten mit diesem Eislevel. Die Eisfläche und ja, und dann Roosevelt auch noch. Na, dann würde ich sagen, Leute, oh, eine Weltraumfahrt. Ui, wie cool. Pyramiden, Sandwüste, Lavafelder. Oh, ist schon Zwischentüftler. Okay, jetzt die letzte Anfängerkarte, das ist dann schon Zwischentüftler. Cool, cool. Ja, dann werden wir mal gucken, was wir dann so Schönes machen werden. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Beim nächsten Mal geht es weiter mit der Eisfläche. Und bis dahin, Leute. Bye, bye.